Ja, eigentlich sollte noch alles hier passen. Und ja, ich habe mich noch mal ein bisschen schlau gelesen zu Beautiful Soup. Habe hier die Dokumentation mal ein bisschen angeschaut. Und ja, jetzt wollen wir, würde ich sagen, mal anfangen, hier diese Watchers-Liste durchzugehen. Das ist nämlich hier. Und dann. Muss ich noch ganz kurz schauen. Wir hatten hier diese Watchers. Wir haben da diese CSS Truncate heißt es. Ich suche mal ganz kurz. Ah, hier ist noch mal das der Link. Ist da noch mal vertreten. Und zwar haben wir hier das LI. Das heißt, wir suchen nach LI. Ich nenne es trotzdem mal links. Ja, wir müssen da jetzt irgendwie richtig zugreifen können. Ich glaube, ich werde hier erstmal nochmal den Link einfach ausgeben. Dann mache ich nämlich das raus. Und hier haben wir dieses Name LI. Das ist dieses Listen-Item. Und das hat die Class Follow-List-Item. Da haben wir hier unterstrich Class equals Follow-List-Item. Ich würde sagen, ah, hier muss ich nur so, okay. Wir starten das gerade nochmal. So. Ah, wir verbinden noch. Okay, jetzt geht's los. Geht es los? Bum, 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 bum. Das geht jetzt mal wieder extrem lang. Ah, jetzt kommt was. Okay, scheinbar nichts. Ah, ich vergesse hier ja irgendwie immer auch die Klammern beim Printbefehl. Habe ich da vielleicht das irgendwie falsch aufgeschrieben? Nee, follow minus list minus item. Dann sind das diese Class nochmal weg und schauen wir dann nochmal. Ja, jetzt haben wir nämlich was Leeres. Dann lasse ich diese Class gerade nochmal weg. Und schauen wir mal, ob er wenigstens diese LIs findet. Dumm.
Müssen wir mal schauen. Ja. Wobei jetzt habe ich hier. Da, es ist viel LI hier. Aber wir haben auf jeden Fall Follow List Item. Jetzt frage ich mich gerade, warum er das jetzt nicht richtig machen will. Das ist dieser Find All Befehl. Also eigentlich müsste der so funktionieren. Find all. Tag in ein. Die Tag to have. Okay, Name. Diese Attributes da. Kann ich hier nicht nochmal suchen? Irgendwie will er hier das Suchfenster nicht öffnen. Auch komisch. Recursive. Müssen wir noch mal ganz kurz schauen. Ich dachte, das wäre dieses Class, dieses Unterstrich Class. Schauen wir mal kurz. Okay, also das Name scheint man wohl nicht zu brauchen, aber Unterstrich Class. Da unten hatten wir es ja irgendwo. Da. Also eigentlich sollte das funktionieren. Verstehe ich jetzt wirklich nicht, warum das nicht recht funktionieren will. Okay. Dann werde ich doch noch mal da durchgehen. Jetzt muss ich ganz kurz noch mal in die Dokumentation schauen. Das ist das falsche Fenster. Find Objects brauchen wir eigentlich. Gibt es da irgendwie sowas in der Art? Aha.
Append modifying, modifying the tree. Vielleicht können wir das auch so nutzen. Punkt. Also mit dem Select arbeiten. Und dann statt dem LI machen wir hier Punkt und dann, ah, wie hieß es? Jetzt soll man noch wissen, wie das gerade hieß. Follow minus list minus item. So, füllen wir das Ganze nochmal aus und schauen, ob es jetzt klappt. Also, für mich sieht es schon mal so aus, als wären es jetzt wirklich nur noch die Nutzer. Das ist schon mal gut. Link, Punkt. Irgendwie müsste es auf das List-Item nenne ich das jetzt lieber mal. Und dann geben wir unseren schönen Link aus. Mit etwas Glück haben wir jetzt immer nur noch die A's, die ausgegeben werden. Also nur noch die eigentlichen Link-Objekte. Mal schauen, ob es funktioniert. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. So, und jetzt wollen wir nur noch auf, wir haben dieses A. So, und jetzt schauen wir if, ups, link.has. Wo hatten wir es? Has unterstrich at. Und jetzt haben wir hier href link url ist gleich link und dann greifen wir so auf das href zu. Jetzt schauen wir mal, ob das so funktioniert. Wenn ja, dann hätten wir erfolgreich die Links extrahiert. Wenn nicht, muss man halt schauen, woran es liegt.
Die Spannung steigt. Okay. Häs-Ad. Das ist jetzt wieder etwas komisch. Find all. Und dann suchen wir nach A. Testen wir nochmal. Ups. Die Spannung steigt und das stürzt schon wieder ab. Result Set. Es ist ein bisschen komisch. Wenn ich doch mit Find All gehe und dann nach dem suche. Aber ich weiß nicht, ob ich mit Find All das wirklich so machen kann. Und da vielleicht Select nutzen. Okay, hier hat jetzt zumindest nichts ausgegeben. Das ist aber nicht unbedingt viel besser. Die Sache ist die... Ah, ich weiß warum. Ich habe den Unterstrich immer vor der Class gemacht, aber ich muss ihn nach der Class machen. Und scheinbar gibt es auch eher den Befehl find Unterstrich all. Ich weiß nicht, ob das den großen Unterschied macht. Aber das erste sagt mir schon mal einiges. Dann suche ich einfach Class Unterstrich equals. Und dann dieses komische Follower List Item. Hieß es so oder war es doch anders? Kurz nachschauen. Ups, das ist falsch. Follow. Okay, nur Follow. Und hier natürlich Bindestriche, nicht Unterstriche. Print User Links. Ups. Natürlich wieder die Klammern. So. Aber jetzt könnten wir auf jeden Fall eine Chance haben, dass es funktioniert. Ich bin gespannt.
Ich muss natürlich auch nicht die A's suchen, sondern die LIs, die das haben. Dann muss ich die User-Links auch in List-Items oder sowas umbenennen. Das kommt dann auch gleich. Okay. Ja, jetzt nennen wir das erstmal um. Gehen wir mal kurz aus, ob wir mit dem Link was finden oder ob das nichts ist. Also ob dieser Select-Befehl funktioniert. Das weiß ich nämlich gerade nicht. Okay, jetzt müssen wir jetzt gehen wir mal hier auf diesen Link. Aha. Ich gehe nochmal kurz zurück zu diesem Print und das Problem ist, dass wir da mehrere A's drin haben, wie ich gerade sehe. Habe ich da einen Befehl von wegen vielleicht das erste finden oder so? Ich glaube, da war was. Eigentlich wollte ich hier schauen. Find all. Ah ja, find. Okay, genau, da hatte ich das jetzt gerade richtig. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Wenn ja, dann sollten wir jetzt pro Item, also pro List-Item, nur noch einen Link haben. Das wäre schon mal sehr schön. Da würde ich mich freuen. Ja, das sieht schon deutlich besser aus. Und jetzt machen wir if not link has at href, dann werden wir Ways. Was haben wir denn hier für Errors? Blocking IO Error, Broken Pipe, Buffer Error, Import, Index, Interrupted, Key Error, Lookup Error. Lookup Error, klingt doch ganz lustig. Process, ich suche mal jetzt einen aus, weil ich keinen neuen Error erstellen will. Werde ich einfach mal den, was hat mir da gerade Schönes?
den Lookup Error. Aber das sollte eh nicht passieren. Ups. So. Und ansonsten können wir link URL equals link href. So ging das, glaube ich, auf das Attribut zugreifen. Ja. Okay, und dann printen wir die ganz kurz nochmal. So, dann sollten wir jetzt wirklich nur noch die Links haben eigentlich. Dann sollte man an dieser Stelle den Link einfach hinzufügen. Jo. Das heißt, wir haben self add link link URL. Ah ne, wir haben natürlich das plus link URL. Und hier machen wir natürlich https://github.com. Ich werde das jetzt einfach hier hardcoden quasi und nicht aus irgendeinem Parameter. Ja, das kann ich ja später noch machen. Jetzt will ich erstmal sehen, ob das jetzt hier so funktioniert. Wenn ja, müsst ihr ja danach einen Nutzer durchgehen. User Site, das erkennt er. Und die gibt es auch alle. Ich guck mal zum Beispiel den. Ist das ein valider Link? Einmal drauf gedrückt. Ja, das ist ein valider Link. Schön. Ja, ich würde sagen, das Einfachste ist eigentlich, hier auf die Contributions zuzugreifen. Dann schauen wir mal hier, was wir hier haben. Okay. Wir haben hier wieder. Hier ist es sogar sehr praktisch. Hier können wir es ziemlich leicht extrahieren, würde ich sagen. Wir werden das mal kurz auf die andere Seite rüberhauen. So, im Chat gab es bisher noch nichts. Okay. Wir sind jetzt nämlich hier bei Posters User. Und dabei gehen wir einfach mal link list equals. So, und jetzt haben wir nämlich hier unsere HTML-Page. Und wir gehen damit jetzt auf die Soup und dann auf die Find All. Und jetzt suchen wir nach den A's, die Class namens, die heißt nämlich Mini Repo List Item. Und dann gehe ich einfach wieder das gleiche. Ne, ich muss erst noch vor link in link list if
Not Link has at href. Dann raisen wir wieder unseren schönen Lookup Error. Und ansonsten ist die Link URL gleich das href vom Link. Und wir werden hier mal ganz kurz die Link URL ausgeben und dann werden wir sie hier einfach wieder das https://github.com und fügen da unsere Link URL an. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Aber jetzt kommen wir ja richtig voran hier. Ja, jetzt sind wir hier. Okay, den haben wir jetzt. Und jetzt haben wir die. Wir haben die. Wir haben die. Sehr praktisch. Okay, das scheint super zu funktionieren. Hier muss ich auch noch schauen, dass ich das, wenn man das beendet, hier rüber, oder dass ich es einfach richtig beenden kann. Sowas in der Art. Den Link werden wir jetzt nicht mehr printen. Und jetzt gehen wir mal wieder hier hin. Und die Seiten werden jetzt richtig ausgegeben und die hier eigentlich auch. Ich gehe jetzt mal hier zu diesem AlphaGo zurück. Denn jetzt kommt das eigentlich Wichtige. Der eigentliche Kern des Ganzen. Und zwar, dass wir hier die Files durchgehen. Deswegen werde ich dieses Element einmal anschauen. Wir haben hier scheinbar einen T-Body. Kann ich das hier eigentlich auch irgendwie so Rohr anzeigen lassen? Ich gehe zum Beispiel mal auf diesen Folder hier. Nee, das geht schon mal nicht. Okay, dann ist es also die Links rausfinden. Ja. So, Moment. So. Moment. Alles klar. Also, wir haben hier diesen T-Body.
Wir müssen eigentlich alle A's aus dem T-Body finden. Mal schauen, ob ich das hinbekomme. Wir haben ja hier schon mal diese URL, die wird hinzugefügt, das ist schon mal gut. Und jetzt machen wir auch wieder eine Linklist. Oder nee, wir machen erst wieder eine... Wir machen T-Body, nennen wir das einfach. Und das ist hier unsere HTML-Page. Punkt soup. Punkt find T-Body. Link list ist gleich tbody Punkt soup Punkt find all a print link list. So, schauen wir mal. Okay. Nee, das funktioniert ja eigentlich. Okay, also ich sehe gerade, also das mit dem T-Body scheint der nächste zu gehen, aber ich habe hier eine Table. Und die hat auch noch eine Class. Und die nennt sich Files. Ups, so, Files. Ja, ja, Typo Invert. Ist mir jetzt gerade egal. Ups. Okay, wir haben noch Errors. Was ich wirklich nicht verstehe ist... Warum er das hier nicht hinbekommt. Ich werde jetzt einfach mal nach den T-Body übergeben. Also ausgeben. Schauen wir mal, ob es dann klappt. Ich bin gespannt. Sage ich irgendwie immer, wenn ich hier irgendwas ausführe. Okay, also mit diesem Select bekomme ich wohl eine Liste. Ich will aber lieber sowas wie Find All. Dann schaue ich einfach mal, wie viele T-Body es gibt. Also, den muss er ja eigentlich schon erkennen. Ich bin... schauen wir mal. Aber er hat ja schon mal irgendwas gefunden. Und es sieht auch so aus. Ah, das sind die Contribution Messages da. Ja, es sieht so aus, als gäbe es nur einen T-Body. Und dann ist das Problem, das Result Set. Keinen Soup hat. Was ist, wenn ich das so mache?
Ansonsten muss ich dieses Result Set. Okay, dann mache ich einfach mal einen Test. Result Set. Nee, da findet er da schon mal nichts. For item in T-Body. Wir werden jetzt einfach mal ein Result Set, klingt ja so, als wären das mehrere, also werden wir da einfach mal durch iterieren. Vielleicht liegt da das Problem. Und er crawlt weiter. Eigentlich will ich das nicht mehr printen, weil das scheint ja zu funktionieren. Den T-Body scheint ja zu extrahieren. Okay. Ich habe auch den T-Body extrahiert, das ist schon mal gut. Erstmal hier stoppen. Links ist gleich Item. Find all A und print links. Natürlich wieder die Klammern drumherum. Die sollte ich mal nicht so oft vergessen. Gut, es hat irgendwie funktioniert, aber irgendwie kommt es mir ein bisschen wenig vor. Da geht es da unendlich weit. Okay, da verschachteln wir einfach. Ich werde jetzt hier sogar den href gleich ausgeben. Ich denke, zu überprüfen, ob er einen href hat, braucht man das jetzt unbedingt hier. Na, wir werden sehen, ob er nämlich eine Exception wirft oder nicht. Nee. Das sieht sogar ziemlich gut aus. Okay, dann sage ich einfach mal link URL, ups, so, jetzt sieht man aber hier gerade noch, wir haben oft, also wir haben zwei Dinge. Hier vor allem auch zum Beispiel Tree. Develop AlphaGo. Ah, das ist das wahrscheinlich. Ja. Wenn ich hier hochgehe, dann bin ich wieder hier. Okay. Tree Develop AlphaGo. Das sind alles die guten, aber die Commit-Sachen. Was ich jetzt mache, ist nicht unbedingt ganz optimal.
weil ich werde jetzt einfach schauen, ob in diesem Link-URL. URL. Find, ob da das Wort commit drin gefunden wurde. Ah, ich weiß, wie ich es mache. Noch mit Doppel-Slash, dann ist es schon ein bisschen sicherer. Jetzt ist es ein valider Link. Jetzt wird er ausgegeben. Ansonsten war es eben ein Commit-Link, den ich nicht unbedingt brauche. Also den brauche ich gar nicht. Den brauchen wir nicht. Den lassen wir einfach Link sein. Wir lassen den Link Link sein. Ja, auch sehr schön. Rochester NRT AlphaGo. Und ich stoppe an dieser Stelle nochmal. Wir haben jetzt develop data interface. Wir haben develop tests.gitignore. Jetzt müssen wir aber nochmal weiter überprüfen. Jetzt müssen wir. Quasi überprüfen, ob es sich um Pfad in einer Datei handelt. Wie kriegen wir das raus? Das ist nämlich gar nicht so einfach, wie es aussieht. Ich denke, das werden wir weiter vorne noch machen müssen. If in Klammern link unterstrich URL. Und jetzt spalte ich das Ding auf. Oh, ich habe schon wieder Klammern drumherum gemacht. Da mache ich die Klammern. Und beim Print vergesse ich es immer. Minus 5. So, wenn wir das so machen, ich bin ja da jetzt gerade nicht ganz sicher. Ich muss schauen, wo ich das beim anderen Ding hatte, aber ich bin mir gerade gar nicht sicher, wo ich das gebraucht habe. Auch wo ich irgendeine Endung austesten musste. Aber Post ist halt da. Ja. Okay. Und dann muss ich schauen, ob es nicht gleich minus 1 ist, oder? Ah, ne. Punkt Java. Print plus, was habe ich jetzt gerade gemacht? Plus found Java Source File. Eigentlich sollte ich hier eher klein schreiben. So, elif link URL minus 4 Doppelpunkt Punkt CPP
Doppelpunkt. Print. An der Stelle muss ich mir auch überlegen, das weiß ich gerade noch gar nicht. Found C++ Source File. Ob ich auch in C++ die Header-Dateien nutzen will. Also, dass es quasi egal ist, ob ich eine Header oder eine CPP-Datei reinlade. Puh, das ist jetzt natürlich so eine Designfrage. Die Designfrage, ja. Ja oder nein? Ich frage mich ja gerade, wie gut dieses neuronale Netzwerk wohl darauf klarkommen wird, dass es quasi... Ich meine, CPP und .h-Dateien unterscheiden sich dann ja auch wieder ein bisschen. Die werden sich definitiv irgendwie unterscheiden. Da bin ich schon relativ fest davon überzeugt. Und dann, ja, weiß ich nicht, ob die dann beides einer einzigen Output-Datei zuordnen kann. Das ist eine gute Frage. Ich lasse es erstmal draußen, aber es hinzuzufügen ist ja auch nicht so schwer. Das ist ja in kurzer Zeit gemacht. Link URL minus 3. Ich muss quasi immer hier das angeben, wie groß es ist. Also bei dem minus 3 da und halt dann noch minus davor. Das heißt, hier haben wir .cpp, das sind 4 Zeichen. Hier haben wir .java, das sind 5 Zeichen. Jetzt mache ich hier .py. Das sind eben diese 3 Zeichen. Und wenn das der Fall ist, dann printet er uns das hier, ein tolles found, found Python source File. Und dann wollten wir noch PHP machen. Minus 4 haben wir da. Also dieses Minus bewirkt uns, dass wir von hinten ausgehen. Das hatten wir ja im letzten Stream herausgefunden, dass das so der Fall ist. So. Found PHP Source File. Und ich würde sagen, das lagere ich jetzt gleich aus. Und zwar werde ich das hier extrahieren in eine Methode. Und diese Methode nennen wir... Ja, wie nennen wir die eigentlich? Handle Source. Und ich kriege die Link-URL. Genau, perfekt. So hätte ich das gerne. Jetzt können wir nämlich auch noch irgendwie an anderen Stellen das noch hinzufügen. Und zwar haben wir jetzt das Problem, momentan finden wir die Dateien, sofern, das kann ich mal ganz kurz zeigen, diese quasi hier im Root-Verzeichnis sind. Sofern diese im Root-Verzeichnis sind, aber in der Regel, also Java-Quellcode ist eigentlich nie im Root-Verzeichnis. Wir sind immer in so einem src blablabla Verzeichnis, also in diesem Package Directory. Das heißt, mit unserem momentanen Verfahren werden wir aller Wahrscheinlichkeit nach nie eine Java-Datei zu Gesicht bekommen und auch andere Dateien sind meistens in Quellverzeichnis, in Unterverzeichnissen wie src und so weiter. Und deswegen musste ich herausfinden, die haben ja keine Änderungen dann. Die Directories.
Die Frage ist halt, wie wir die am besten unterscheiden können. Und ja, vom Dateinamen her. Frage ich mich gerade, ob man es an einem Punkt erkennen kann, ob ein Punkt im Namen ist. Das wäre vielleicht noch das Einfachste. Hätte zwar ein paar weniger Dateien, wie hier in dem Fall die License-Datei. Die dann halt nicht richtig gefetcht werden können. Auch nicht ganz optimal, würde ich sagen. Ansonsten kann ich halt schauen, weil es gibt da verschiedene Bildchen. Es gibt da verschiedene Bildchen und daran kann ich es vielleicht erkennen. Ja, schauen wir mal. Hier haben wir nämlich File-Text. Und oben haben wir File-Directory. Ja, jetzt muss ich das halt noch richtig einbasteln. An der richtigen Stelle. Müssen wir jetzt noch dieses Attribut abfragen. Der ist an. So. Ja, genau. Links Item.findAll. Ah. An dem eigentlichen Link kann man es ja nicht mehr erkennen. Das ist gerade das Problem. Sonst an diesem komischen Span. Ne, an einem SVG. Da mache ich hier nochmal kurz. SVG ist gleich Item. Es gibt ja noch ein T-Body-Item. SVGs Item.findAll. SVG. Momentan. Wird dir nur alles gehandelt, was eine spezielle Endung hat. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Denn hier werde ich jetzt einfach. Ich habe hier dieses SVGS. Also unsere. Ja, SVGs halt. Und hier habe ich dann eine eigene Linkliste. Und zwar werde ich hier jetzt noch die Class angeben, die es haben muss. Und zwar haben wir da die Auction minus File minus Directory. Dadurch können wir eben herausfinden, dass es sich um ein Directory handelt. Und jetzt mache ich statt def handle source, mache jetzt noch irgendwie ein def handle Directory.
Und der erwartet eben die. Ja, die Link-URL auch. In dem Fall macht das noch gar nichts. So. For SVG in SVGs. Directory links equals, und jetzt haben wir hier svg.find all a. For directory link in directory links directory URL ist gleich directory link href. Und jetzt sage ich hier self.handleDirectory Directory URL. Und hier nenne ich auch nicht Link URL, sondern Directory. Und hier mache ich nicht nur Pass, sondern wir schreiben noch, wir printen noch was, damit wir wissen, dass es funktioniert. Und zwar found Directory Doppelpunkt leer plus directory URL. Das ist Auction, doch, das soll Auction heißen. Ich habe keinen Plan, ob das jetzt so funktioniert. Aber wir schauen mal. Mit etwas Glück. Das Problem ist halt, dass wir jetzt erst noch hier die Wortschau durchgehen. Das kann etwas dauern, aber wir lassen es einfach mal. Armageddon. Aha, Linkerlin. Psychic 2000. Han 130.634. Wobei ich mich gerade. Wenn er hier. Depossessed. Da bist du eigentlich schon ganz am Anfang und da gab es auch noch. Ah ne. Ich werde das jetzt mal debuggen. Damit wir genau wissen, was da drin gerade vorgeht. Wie genau was aussieht und so weiter. Die Konsole brauche ich dabei nicht unbedingt. So, jetzt empfängt er gerade den Source und jetzt sind wir da. Sehr gut. Self.addLink. Das funktioniert ja, das wissen wir schon. Step into müssen wir nicht. Step into my code. Step out. Ah ne, wir gehen erstmal einen Step over. So. T-Body. Ich weiß nicht, ob wir hier Step in machen müssen. Ich glaube fast schon. Item. Hier haben wir dieses Item. Jetzt würde mich wirklich interessieren, was SVG ist. Was in dieser Variable drin steckt. Und es ist ein
Lehrers Dingen. Es heißt auch nicht Auction, sondern Octicon. Also Opt-Icon. Sehe ich gerade nur so. Das erklärt einiges. Und ich würde sagen, wir führen es, wir debuggen es gleich nochmal, um zu schauen, ob es jetzt funktioniert einfach. Dateien sollte er hier noch keine finden. Wir machen einen Step into, gehen da rüber und schauen uns an. Ja, wir haben Directories. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen voran. Und jetzt müssten in der Konsole irgendwann mal... Also, die SVGs hat er jetzt, aber aus irgendeinem Grund findet er die Links nicht. Es liegt auch einfach daran, dass ja, das ist irgendwie ein bisschen blöd. Ich muss dann noch früher kommen. Und zwar muss ich hier Navigation Nav-Item ist gleich Item Punkt find all. Und er sucht nach TR mit der Class, die ist gleich dem JS Navigation Item. Das sind natürlich mehrere Items, das müsste es nämlich alle sein. Nav Item. Nein, was mache ich hier überhaupt? Hier muss ich noch vor. Nav Item in Nav Items. So muss ich es, glaube ich, machen. Und jetzt einfach wieder in den Debugger anschmeißen und weiterschauen. Ganz langsam durchgehen und dann werden wir sehen, wie es funktioniert. Und ob es funktioniert und wie toll es funktioniert. Und
Wahrscheinlich funktioniert gar nichts. Ja. Was haben wir denn hier alles? So, wir steppen eins rein. Ups. Vielleicht steppen wir doch nicht rein. Hier wollte ich rein steppen. Nuff-Items hat er schon mal ein. Für jedes Nuff-Item. Das kriegt er auch hin. Und jetzt einfach mal schauen. SVG ist, da ist was drin. Deswegen führt er das aus und hat Directory gefunden. Bla 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 bla. Hier stimmt doch irgendwas nicht. Links, das ist noch falsch. Okay, aber das funktioniert schon mal. Ah ja, genau, der nimmt nur die File Directory Sachen. Und da jetzt nur noch ein Nuff-Item ist, sollten es noch nicht mal mehr mehrere sein. Ich werde es trotzdem mit einer Vorschleife durchgehen. Zur Sicherheit. Und noch den Print da lassen. Und ich suche dort nach dem. Na, das werde ich draus machen. Und jetzt suchen wir nicht nach SVG, sondern nach Nuff-Item. Das ist die große Neuerung eigentlich. Da war jetzt unser, in unserem Nuff-Item, da ist nämlich auch noch der Link irgendwo drin versteckt. Glaube ich. Moment, ich kann mal kurz schauen. Content, ja, da ist der Link drin. Ja. Hier muss ich aber auch überprüfen, ob der kein Commit-Link ist. So. Nämlich, dann wird nämlich nur das hinzugefügt. Und hier sage ich jetzt einfach else. Das heißt, wenn es kein SVG ist, dann werden wir auch von unserem Nuff-Item den alle A's suchen lassen. Und dann wird hier für jeden Link, den wir gefunden haben, wieder das gute alte, die Link-URL rausgeholt. Und dann wird hier das Ganze gesucht. Ich will es mal kurz ohne die Bagger laufen lassen und schauen, ob es funktioniert. Eigentlich müsste es jetzt funktionieren, aber ja. Theoretisch könnte ich dieses T-Body-Zeug weglassen, glaube ich. Das sollte man eigentlich nicht brauchen. Das sollte man eigentlich nicht brauchen. Okay, ich pausiere mal ganz kurz. Heute ist es pausiert. Ja, jetzt ist es pausiert. Found Directory AlphaGo. Da das mit dem Commit funktioniert noch nicht. Das liegt auch ganz einfach daran, dass hier die Directory URL noch nicht genommen wird, sondern irgendwas anderes. So. Also, neue starten. Aber das sieht schon mal sehr gut aus. Das sieht sehr vielversprechend aus gerade. Ist ja jetzt auch schon länger geworden, das Ganze hier. Okay. Hier,
Ich habe das gerade auf deinem anderen Monitor offen. AlphaGo, das Directory gibt's. Benchmarks gibt es. Data gibt es. Interface gibt es. Jetzt haben wir hier noch irgendein Problem. Tests gibt es auch. Aber hier hat er noch was anderes gefunden. Issues 34. Woher hat er denn das? Ich werde hier einfach mal nochmal... nach Issues suchen. Wenn beides true ist, also beides nicht vorhanden ist, dann wird es hinzugefügt. Ja. Gut. Nochmal testen. Nochmal testen. Jetzt habe ich ein gutes Gefühl. Ja, was haben wir da? AlphaGo haben wir, Benchmarks haben wir, Data haben wir, Interface haben wir, Tests haben wir. Die ganzen werden super und richtig ausgelesen und das freut mich doch schon mal. Ja, sehr gut. Ich werde hier mal das Processing, was er gerade processt, das scheint alles gut zu funktionieren. Das werde ich jetzt einfach mal rausmachen. Und hier müsste man eigentlich das Zeug wegmachen können. Und einmal einrücken. So, gut. Was beschwert der sich hier schon wieder? Ah, maybe static, ja, so Zeug kommt natürlich immer. Huch. Hab ich halt irgendwas Komisches gemacht. Ja. Das scheint schon mal ziemlich gut zu funktionieren. Jetzt ist noch die größte Schwierigkeit eigentlich. Dass wir jetzt noch das Directory, also die Directories, die wir finden, auch nochmal handeln quasi. Deswegen gehe ich einfach mal hier drauf und schau mal, ob das gleich aufgebaut ist. Sollte eigentlich. Moment, ist jetzt gerade nicht. Hier. Wir haben wieder den T-Body. Wir haben wieder diese JS Navigation Items. Wir haben hier wieder unsere Auction Oct Icon File Directory Sachen. Das sollte alles genauso funktionieren. Das heißt, ich muss eigentlich NAV Items ab hier alles extrahieren. Ja, eine Methode. Die nenne ich Process Directory. Die bekommt die HTML-Page übergeben. Jetzt machen wir hier URL ist gleich. Wir haben hier das https://github.com. Tun dazu die Directory URL
hinzufügen. Dann werde ich die HTML Page ist gleich, ich werde das jetzt von Hand rausziehen. Und zwar hier. Das ist nämlich ganz gut. Das habe ich keines Copy-Paste gemacht, aber okay. Hier brauche ich die URL. URL. Ja, das ist auch gut. Und da oben, das sehe ich gerade etwas problematisch. Oh ne, das ist ein eigener T-Body. Okay, das sollte sogar nicht in die Quere kommen. Zumal... Das ist zwar ein Navigation-Item, hat aber sonst hier eigentlich nicht wirklich Navigation open. Ja, das ist gut, das sollte eigentlich, ach, ihr seht es gerade wieder nicht. Hier gibt es noch dieses, dass man das Directory quasi wieder ab nach oben geht. Aber das ist nicht wirklich drin, also das wird von unserem System nicht genommen. Sonst würde sich nämlich eine Endlosschleife quasi stellen. Das wollen wir natürlich nicht. Und statt dass wir jetzt hier response page can't handle directory und statt die URL anzufügen, mache ich da die directory URL dran. Und jetzt sage ich einfach nur noch process self dot process directory und übergebe hier die response page und damit sollte theoretisch, ich weiß gar nicht, was das für eine Sprache, Python, mit etwas Glück werden jetzt diese Dateien erkannt und das wird ausgegeben found Python source file oder er zerstört sich selbst. Das geht natürlich auch. Die Frage ist jetzt, most recent call. Einmal hier einen Breakpoint setzen und das Ganze debuggen. Ich hoffe, dass der Fehler nicht vorher auftritt. Kann ich mir aber fast nicht vorstellen. Was ist hier oben gerade? Ja, jetzt. Also gleich ganz am Anfang wird der Error geworfen. Das wundert mich jetzt wiederum ein bisschen.
Weil eigentlich geht es da richtig durch. Cool, hier geht's los. Response Page. Process Side. Hier sind wir bei Process Side. Process Response Page. Process. Process Project Root. HTML. Process Directory HTML Page. Dann sind wir hier bei Process Directory. Nav Items ist der HTML-Page.findAll. Ich werde mal hier den Breakpoint setzen und nochmal debuggen. Das ist jetzt wirklich gerade ein bisschen komisch. Es kann natürlich sein, dass ich doch dieses TD-Bla machen muss, aber es ging noch. Haben wir es nicht schon getestet? Hier passiert dann. Ne, wo sind wir gerade angekommen? Ne, wir sind hier, ne? Jetzt müsste. Was habe ich hier gerade gemacht? Ne, jetzt sind wir auf jeden Fall. Ne, wo ist gerade der? Hä? Ne, das war gerade etwas komisch. Dann werde ich mal hier nochmal kurz beenden. Was habe ich denn anders gemacht? Ich habe hier das Zeug hinzugefügt. Da gehe ich dann nochmal so weit zurück. Und jetzt lasse ich es nochmal kurz laufen. Verstehe ich jetzt gerade nicht, warum das jetzt plötzlich nicht mehr funktioniert. Beschwert sich, dass diese HTML-Page ein Attribut-Error, dass die Response sei. Ging es hier noch? Jetzt muss ich ein bisschen rückwärts gehen und schauen, ab wann es noch ging. Dann gehen wir noch weiter zurück, aber das kann eigentlich gar nicht sein. So war es am Anfang. So, da bin ich mir sehr sicher, dass es da noch funktionierte. Okay, es lag tatsächlich daran. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Jetzt müssen wir leider ein bisschen, was ich hier gemacht hatte, nochmal hinmachen. GitHub.com plus Directory URL. Und quasi das Ganze hier auslagern. Und zwar in ein Process Directory.
Okay. Dann gehe ich nämlich hier hoch. Oder nee, ich teste erst nochmal, ob es geht. Jetzt möchte ich nichts überstürzen. Wir testen nochmal, ob es geht. Jetzt gerade, aber es sieht schon ganz gut aus. Ja. Okay, das sieht schon mal sehr gut aus. Jetzt müssen wir gerade noch kurz hier diesen Teil, wo wir das hier machen, nehmen. Can't handle directory. Plus, und jetzt hier die directory URL. Dann werde ich hier nicht die Seite processen. Und ich habe hier auch nochmal die directory URL. Hier habe ich zwei URL, das brauche ich nicht. So. Jetzt müssen wir hier noch ganz kurz das Ganze an Process, die Directory. Self natürlich, ich vergesse es auch immer wieder. Und übergeben hier unsere schöne Response-Page. Ich muss aber hier noch aufpassen, weil hier darf ich natürlich nicht die Directory-URL, sondern das. Und starten wir mal. Jetzt bin ich gespannt. Also jetzt, wenn ihr jetzt irgendwelche Dateien finden würde, das wäre schon sehr schön. Das wäre mir sehr recht. Ah, man sieht hier, wie den Dateien. Ah, ja, da, da, seht ihr? In der Ausgabe. Ah, richtig viele Dateien. Und schön, wie er hier den Tree quasi durchgeht. Diesen Directory Tree. Ah. Ja, jetzt geht er eben die User durch, schaut sich die an, auch interessant, bis wir dann im nächsten Schritt richtig viele Projekte haben, die dann alle eingelesen werden. Richtig schön. So, das müsste es bald gewesen sein. Dieses PsyCheck 2000, das war glaube ich so, ja, ne, ein paar kommen noch. I am Sile, Jello Chen, Michael X, jetzt Lonjoy noch, Leishix, Benzfy, Lemo 2012, wie viele Use, das sind Wachaong, Mylixia, Oi, Kevin Guo Git, Bing Tu, das sind ja gar kein Ende mehr hier. Alle, die hier jetzt vorgestellt werden, seien hier mal an dieser Stelle gegrüßt. Nimmt es nicht irgendwann wieder ein Ende? Okay, ich weiß, dass es viele Watcher sind, aber so viele? Ich werde mal parallel mir das anschauen, wie viele Watcher das überhaupt sind. War mir so nicht bewusst, dass es so viele sind. Oder sind wir hier irgendwie in was Komischem gelandet? Okay, doch, das sind viele. Alien viel ist bei mir aber der letzte. Ah ja. Ah, der Twine hat ein eigenes AlphaGo. Der hat es vermutlich geforkt, würde ich jetzt mal tippen. Da findet ihr natürlich dann auch die Sources. So.
Oh. Found Java Source File. Das klingt doch sehr gut. Es sieht fast nach einer App aus. Ja, da steht so App. Genau. Schön. Jetzt crawlt er sich hier einmal durch dieses Projekt. Ah, jetzt kommt das nächste. Aber gut, wir haben jetzt ein paar Python-Dateien und Java haben wir auch schon. Bin ich mal gespannt, was als nächstes kommt. Wir haben ja schon eine ewig lange Contributor-Liste. Oder hier Watcher-Liste. Und von den ganzen Projekten geht da wieder die Watcher durch. Und oh je, meine. Das wird richtig übertrieben. Das ist wirklich hart, wie viel da zusammenkommt. PHP. Und wie viel einfach mal. Ja, da haben wir einen Block gefunden. Das ist irgendwie lustig, dazu zu schauen, was das so findet. Noch mehr PHP, alles PHP. Krass. Ich dachte fast, PHP wäre so das Seltenste, aber wenn man einmal zu sowas kommt, dann hat man wahrscheinlich richtig viele PHP. Genau. Ja. Ich würde sagen, ich lasse das noch ein bisschen weiterlaufen. Aber ansonsten sind wir eigentlich jetzt so weit, dass wir eigentlich hier, wo wir diese ausgeben, was wir gefunden haben, hier können wir jetzt im nächsten Schritt ansetzen. Wir wollen unser neuronales Netz trainieren. Und hier können wir diesem neuronalen Netz eben das Ganze zusenden. Und das kann es dann analysieren. An dieser Stelle. Und wir wissen ja auch, was für eine Datei es ist. Und wir schreiben schon in Java, C++ und so weiter. Das steht ja schon alles da. Das heißt, wir kennen eigentlich alle Daten. Ah nee, halt, wir müssen dann noch den Source Code quasi extrahieren. Und dann muss ich mir aber noch überlegen, wie ich die Eingabe der Daten in das neuronale Netz gestalte. Da bin ich mir gerade noch nicht ganz sicher. Das wird dann eben noch eine Sache. Alter, das ist richtig übertrieben hier. Einfach mal richtig viel PHP gerade gefunden. Auch schön, wie schneller die dann. Später geht es natürlich nochmal länger, weil momentan sucht er nur nach den Dateien und gibt die dann aus. Oder ja, aber als nächstes müssen wir dann die einzelnen Dateien nochmal aufrufen. Das soll nämlich nicht zu schwer sein. Da gibt es nämlich ein schönes Format, wo man dann das Ganze ziemlich gut raus extrahieren kann. Auch eben als String. Die große Frage ist ja dann wirklich, wie man die Eingabedaten quasi aufbereitet in das neuronale Netz, weil der Input-Vektor sollte eigentlich die ganze Zeit gleich bleiben. Aber wir haben ja Source-Code unterschiedlicher Länge. Das ist so eigentlich das Kernproblem. JavaScript haben wir ja auch, aber das suche ich ja gar nicht. Ja, das ist so das Kernproblem. Deswegen dachte ich mir, man könnte ja quasi, oder diese Häufigkeitsdateien, ich könnte ja quasi in einem Vektor quasi für jeden Buchstaben, das heißt, ich werde das Ganze in ASCII-Code oder irgendwie sowas zu umkonvertieren, was dann irgendwie so Umlaute und was für ein Dreck alles raus, oder das wird halt dann nicht beachtet. Und habe ich halt einen Vektor, je nachdem, was für einen Zeichensatz ich verwende halt. Und dann für jeden quasi für jede wie nennt man das? Nicht Dimension, naja. Also halt für jede. Jetzt fehlt mir gerade das Wort. Aber der Vektor hat ja verschiedene Werte und quasi, dass dann jedes von diesen Teilen ist quasi die Anzahl, wie oft der jeweilige Buchstabe drin vorkommt. Und so hat man dann einen Vektor als Eingabe und kann damit dann, im Endeffekt in der Ausgabe hat man ja vier verschiedene Dinge, also da unsere vier Sprachen. Und dass man das so dann so als Eingabe macht. Aber da weiß ich erstens noch nicht, was für einen Zeichensatz ich verwende, also der 128-Bit ASCII oder der erweiterte mit 256-Bit. Oder doch noch irgendwas ganz anderes und dann, wie groß ich die
oder wie genau ich das da aufteile oder ob ich dann irgendwie, beziehungsweise wie viel ich in die Variablen, wenn ich quasi sage, 1 ist immer ein Buchstabe, wie weit kann ich das überhaupt ausreizen? Aber da stand fast von, wahrscheinlich werde ich Float 32 Werte nehmen, also da sollte eigentlich nicht die Begrenzung liegen. Ja, aber dann dieses ganze Encoden und bla, das wird halt nochmal etwas schwieriger. C++ haben wir auch gefunden. Qt-Kicks. Toll, wir finden gerade alles. Ich glaube, wir haben jetzt schon jede Sprache gefunden. Das tut mich fast ein bisschen beruhigen, dass wir zumindest schon mal alles irgendwie haben, alles irgendwie finden. Nee, aber das ist richtig cool. Das funktioniert richtig gut. So habe ich mir das nämlich ungefähr vorgestellt. Ja, genau. Da muss ich eben noch schauen, wie ich das dann als Eingabedaten ins neuronale Netz nutze. Aber soweit wie wir jetzt sind, kann ich sagen, wir werden wahrscheinlich im nächsten Teil eben die Input-Daten entsprechend vorbereiten. Und dann vielleicht schon im nächsten Stream, aber spätestens im übernächsten Stream werden wir wohl anfangen, dann wirklich das neuronale Netz zu programmieren. Ja. So, das ist der Zeitplan. Aber ja, ich weiß noch nicht, wie schnell ich da bin. Wie gesagt, ich muss mich immer noch ein bisschen einlesen, wie ich das am besten dann aufbauen kann, dieses Netz, damit es auch gut funktioniert. Gut, es ist sicher auch ein bisschen ausprobieren und so, aber mir fehlt da noch ein bisschen die Theorie und so weiter. Das muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen anschauen. Ja, ein Cracker haben wir hier. Ich wüsste gerne, was das jetzt hier soll eigentlich. EZ Gimme Cracker. Und hier crawle ich gerade irgendwelche Training Sets. Hoffen wir mal, das sind nicht 5 Milliarden Stück. Das wäre irgendwie schlecht. Ah ne, wir sind schon mal durch. Bufferpool. Okay, ja. Ja, genau, also so der Plan für die nächsten Streams und so weiter, was wir so machen werden. Und ansonsten, ja, ich würde sagen, wir sehen ja da unten, dass das ganz gut funktioniert. Und dann wären wir eigentlich soweit fertig. Ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwelche Fragen oder sonst was? Dann könntet ihr die jetzt stellen. Oh, dieser Effekt. So. Ansonsten wäre ich für heute eigentlich jetzt wirklich fertig. Genau, ja. Also ich schaue, wenn es noch irgendwelche Fragen gibt, könnt ihr die gerne in den Chat schreiben. Ansonsten mache ich dann auch gleich fertig. Ah, ich sehe mich selbst nicht hier bei Following. Ja, macht eigentlich fast Sinn.